Herzlich willkommen zurück zum Extremwetterkongress. Es geht um Referenzzeiträume. Es gibt die Zeiträume der vorindustriellen Zeit, der ist nicht ganz klar definiert. Dann gibt es Zeiträume, die wichtig sind, um das aktuelle Klima zu beschreiben. Das sind möglicherweise die letzten 30 Jahre. Und diese unterschiedlichen Zeiträume, die unterschiedliche Gründe haben, sind manchmal gar nicht so einfach zu kommunizieren. Eine Dame, die dieses ständig tut, in der Öffentlichkeit steht, in den Medien als Moderatorin für den Mitteldeutschen Rundfunk und für den Norddeutschen Rundfunk, ist Michaela Koch. Und sie muss sich genau diese Frage stellen, was nehme ich als Referenzzeitraum, um den Menschen da draußen plausibel zu erklären, was da draußen gerade passiert. Herzlich willkommen, Michaela, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen auf dem Extremwetterkongress. Dankeschön, hallo. Hier klickst du durch. Ja, erstmal danke dir, Frank, für die Einladung. Oh, sehr gerne, sehr gerne. Und wie toll du das alles machst, chapeau. Also ich saß gestern früh um 10 im Zug, weil ich habe meine Kinder noch zur Schule gebracht. Und die Pressekonferenz, man konnte sie im Zug wie live miterleben. Also es ist, ich bin schon weit weg. Es ist fantastisch, wie du das alles organisierst. Dankeschön. Vielen, vielen Dank, vielen, vielen Dank. Danke. Viel Vergnügen, Michaela Koschak. Ja, ihr habt jetzt schon viel über Referenzzeiträume gehört und ja, für uns als Moderatoren im Fernsehen ist das natürlich auch immer recht schwierig, weil im Fernsehen ist das große Problem, man hat immer wenig Zeit. Die Leute wollen wissen, wie das Wetter morgen wird, wie es in den nächsten Tagen wird und wir wollen ihnen dann auch immer noch Informationen zum Klimawandel geben, weil ich glaube, das ist auch wirklich auch unsere große Aufgabe, hatten wir ja gestern auch ganz viel als Thema, dass wir den Leuten wirklich zeigen müssen, wie extrem die Situation ist, dass wir wirklich jetzt was tun müssen und wir müssen sie an die Hand nehmen und wir müssen ihnen das wirklich einfach wie möglich erklären. Deshalb auch noch der große Aufruf an alle Wissenschaftler. Ich glaube, in den sozialen Medien können wir auch ganz, ganz, ganz viele erreichen. Die jungen Leute haben mir gestern die Fridays for Future jungen Leute gezeigt und auch in meinem Alter, so zwischen 30 und 50, viele gucken gar nicht mehr Fernsehen und hören Radio, sondern machen das alles über die sozialen Medien und da haben wir auch noch viel mehr Zeit. Also da können wir den Leuten, glaube ich, auch noch viel, viel mehr erklären, wie der Klimawandel funktioniert, was das Problem ist, wie wir sie an die Hand nehmen können. Somit bitte ganz viel in den sozialen Medien auch machen, weil da kann man wirklich auch ein bisschen mehr erklären und die Leute, glaube ich, auch noch mehr erreichen. Aber im Fernsehen natürlich auch, da ist halt wirklich das super große Problem, dass wir so wenig Zeit haben. Ja, darüber haben wir jetzt gerade schon ganz schön viel geredet. Ich glaube, wir sind wirklich das Sprachrohr, wir Medien, Meteorologen und versuchen halt wirklich das, was die Wissenschaftler alle für tolle Erkenntnisse haben, an den Mann zu kriegen. Und an den Mann zu kriegen ist halt wirklich manchmal nicht einfach, weil die Leute einfach viel Zeit für alles Mögliche haben, aber eben nicht uns genau zuhören, so wie sie mich jetzt angucken und mir zuhören. Die meisten Leute zu Hause machen tausende Sachen nebenher und die wollen wir aber auch erreichen, weil die sollen ja auch verstehen, dass wirklich wir alle was tun müssen zum Klimaschutz. Und das ist halt wirklich nicht so einfach. Da glaube ich halt auch, dass wir immer nur ein Thema ansprechen müssen. Also ganz oft versuchen dann ganz viele Themen anzusprechen und die Leute hören zu und sind dann völlig überfordert und wissen überhaupt nicht, was wir gerade meinen. Oder wir sprechen mit unserem Fachchinesisch und das kommt auch bei den Leuten nicht so richtig gut an, sondern man muss sich wirklich ein Thema raussuchen, genau das ansprechen. In dem Falle zum Beispiel eben die Klimareferenzzeiträume und dann wirklich versuchen, den Leuten den Vergleich entweder zur vorindustriellen Zeit zu geben oder zu sagen, so, der Sommer war ja wirklich gar nicht so schlimm, wie man eigentlich dachte und dieser Sommer war mal ein normaler Sommer und es ist auch mal gut so. Hier passiert jetzt gerade gar nichts da. Ja, genau. Und das, glaube ich, allergrößte Problem ist halt auch die Leute, die haben alle ein volles Leben. Die haben ihre 50 bis 60 Stunden Woche, haben zwei Kinder zu Hause, müssen den Haushalt schmeißen, machen nebenbei den Fernseher an, wollen was über den Klimaschutz hören, aber machen halt tausende Sachen nebenbei. Das heißt, wie erreichen wir die, dass die halt verstehen, was der Klimawandel ist und wie erreichen wir die, dass die auch wirklich zu Hause alle was tun? Das ist halt wirklich das super große Problem, dass wir die machen halt alles Mögliche, aber eben nicht uns genau zuhören und die müssen wir versuchen zu erreichen und das innerhalb von 2 Minuten und dann auch noch die Wettervorhersage für den nächsten Tag, die die Leute ja auch interessiert. Und da ist es ja auch so, die machen nebenbei tausende Sachen, dann fällt der Apfelsaft vom Kind um, darum müssen sie sich auch noch kümmern und hören dann so, oh, morgen gibt es Schauer und Gewitter. Und am nächsten Tag beschweren sie sich dann und sagen, ich habe doch gesagt, es regnet.
Aber wir haben ja gesagt Schauer und Gewitter. Und bei den meisten Leuten ist auch der Unterschied zwischen Regen und Schauer und Gewitter, die sehen den nicht und sagen dann, wir sagen falsche Wettervorhersagen voran oder sowas in der Art. Und dabei sagen wir es eigentlich richtig an, aber sie hören uns halt wirklich nicht richtig zu. Ich glaube, wir müssen sie halt wirklich versuchen zu fesseln. Und das macht ja der Motiv Latt echt super, wie er gestern auch gesagt hat. Der Schuldenberg wächst und wächst. Ich glaube wirklich so mit so Sachen, was bei den Leuten hängen bleibt, so müssen wir sie kriegen und so verstehen sie auch den Klimawandel und so können wir dann auch unser Thema mehr an den Mann bringen. Früher habe ich immer gedacht, dass es eigentlich eher doof ist, das, was unser Gedächtnis macht, dass man wirklich sich eigentlich nur die schönen Sachen merkt aus der Vergangenheit und dass nur wirklich prägsame Sachen hängen bleiben. Frank, weißt du noch, was du vor 8 Jahren auf dem Extremwetterkongress am 2. Tag für ein Hemd anhattest? Ich neige zu hellblau, aber sicher ist es nicht. Ja, das ist das Gute an unserem Gehirn, dass es sich ja nicht alles merkt und wirklich nicht jede Kleinigkeit, sondern dass wirklich einfach nur die einprägsamen Sachen hängen bleiben oder die guten Erinnerungen in Erinnerung bleiben. Und somit die meisten Leute denken ja wirklich, früher war immer das Wetter toll, es gab schöne Sommer, es gab richtig kalte Winter, in jedem Winter hat es geschneit. Es war natürlich nicht so, aber so der Zuschauer, der auch mit uns redet, der hat das genauso in Erinnerung und da dachte ich früher immer so, boah, den jetzt zu erklären, wie das jetzt mit dem Wetter ist und dass das, was jetzt ist, eigentlich normal ist, ist schwierig. Aber ich glaube mittlerweile jetzt da wir jetzt wirklich merken, dass sich das Klima verändert, dass das Wetter extremer wird, sehen die Leute mehr, dass sich wirklich was tut und hören somit vielleicht auch mehr auf den Klimaschutz, weil die Einschläge kommen immer näher. So ein bisschen wie bei Corona. Ich glaube, wer in der Familie, der Onkel wurde auf einmal positiv getestet, demjenigen ist das Thema Pandemie dann auch wieder näher und der trägt dann eher eine Maske, als wenn er hört, ach ja, in Afrika ist es so, in Amerika ist es so. Je näher einem das kommt, desto mehr kommt man mit dem Thema in Verbindung. Und so ist es, glaube ich, jetzt auch beim Klimawandel. Die Sommer werden heißer, wir kommen hier viel, viel mehr ins Schwitzen. Fast jeder hat auch schon mal einen wirklich richtig heftigen Starkregen erlebt, dem der Keller vollgelaufen ist. Der hat jetzt auch mit dem Thema Klimawandel viel mehr, geht er mehr mit um, als wenn, ach naja, es wird halt wärmer und die Klimaforscher reden da schon ständig drüber. Aber es passiert eigentlich nichts. Es passiert jetzt was und ich glaube, deshalb sind die Leute jetzt auch viel aufnahmefähiger, um was für einen Klimaschutz zu tun, weil uns das alles wirklich näher kommt und wirklich ist nicht mehr jedes Jahr ein kaltes Weihnachten gibt, so wie die Leute es in Erinnerung haben. Ja, das überhaupt den Menschen auf der Straße beizubringen, was der Unterschied zwischen Klima und Wetter ist, ist ja eh schon immer sehr schwierig, weil wir wirklich so wenig Zeit haben. Haben wir ja gerade schon gehört, an einem bestimmten Ort über einen längeren Zeitraum. Ja, was ist nun eben ein längerer Zeitraum? Das haben wir jetzt gerade in den beiden Vorträgen davor ja lang und ausführlich gehört. Aber für den normalen Zuschauer ist es halt schwierig zu fassen. Und somit, was ist da jetzt nur richtig, was man ihnen an die Hand gibt und was nicht? Also bisher haben wir halt wirklich immer über 61 bis 90 geredet. Jetzt haben wir auch wirklich in unseren, wenn wir den Rückblick zum letzten Monat gemacht haben, haben wir ganz oft wirklich von 81 bis 2020 geredet. Und jetzt kommt halt das Neue, das hatte ja Thomas auch schon schön gezeigt. Aber was ist nur richtig, was ist nur falsch? 61 bis 2010, da könnte man halt wirklich auch noch die letzten warmen Jahre, die wir jetzt in letzter Zeit hatten, ein bisschen mit reinnehmen. Vielleicht ist das eben auch eine Idee, aber es gibt eben wirklich die richtige Lösung, wissen wir, glaube ich, alle im Moment noch nicht, was wir da nehmen. Klar ist, wir müssen die Medien, die das so verbreiten und die auch zum leider ziemlich viele Fake News verbreiten, den müssen wir halt Futter hinwerfen, dass sie es vernünftig umsetzen. Und wenn man dann wirklich zum Beispiel jetzt hier den Sommer in Hamburg nimmt, von 61 bis 90, dann sind es, das hat der Thomas auch schon die Zahlen gezeigt, 1,8 Grad, da machen dann die Medien gleich draus, dass es alarmierend ist. Wenn man es aber wirklich mit 81 bis 2010 vergleicht, ist es nur 1 Grad. Und wenn man jetzt noch den neuen Zeitraum nimmt, würde es wahrscheinlich sogar noch weniger werden. Und da ist halt wirklich die Frage, was man auch den Journalisten anbietet, damit die damit umgehen. Und das ist halt das große Problem, wie wir das jetzt machen.
Somit, es ist ein schwieriges Thema und wir werden es auch wirklich wahrscheinlich nicht gelöst kriegen und müssen wahrscheinlich einfach, je nachdem, welches Thema man anspricht, den Zeitraum benutzen. Und das sagte ja auch schon der Pierre, dass man auf jeden Fall angeben muss, welchen Zeitraum man benutzt. Und das immer oben drüber schreiben. Also das, glaube ich, ist das super, super, super Wichtigste. Und den Leuten wirklich an die Hand geben, dass das ein sehr wichtiges, dass Klimawandel einfach der super wichtige Thema ist und dass wir da mit Fakten überzeugen. Und dass wir auch die Journalisten, das sehe ich halt jetzt zum Beispiel, wir sitzen in Leipzig in der MDR Aktuell-Redaktion und da gibt es immer weniger Geld, das ist ja überall das Problem, dass es immer weniger Geld gibt, immer weniger Journalisten und die müssen am Tag 3 Stücke machen. Am Morgen machen die ein Stück über das Zugunglück in MacPom, mittags müssen sie dann noch mal kurz über den Börsencrash berichten und am Nachmittag machen sie dann was zum Klimawandel. Fragen mich dann immer, aber haben halt auch wenig Zeit, kriegen wenig Informationen und denen müssen wir dann halt wirklich die richtigen Informationen geben, die richtigen Zeiträume geben, dass die dann das Richtige draus machen. Und das ist, glaube ich, wirklich das Wichtigste, dass wir denen an die Hand geben, was sie halt wirklich brauchen. Ja, und wir müssen halt wirklich einfach jedem immer sagen, dass wirklich wir alle etwas tun können für den Klimaschutz. Und das hat ja gestern auch schon die Fridays for Future Gesellschaft, die jungen Leute, dass wir das in den Medien trotzdem, auch wenn die sagen, auch das Thema hatten wir doch schon, wir müssen das Thema trotzdem in den Medien viel, 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 viel mehr verbreiten, dass es den Leuten bewusst wird, weil die haben halt wenig Zeit. Die kümmern sich um 1000 andere Sachen und wenn wir ihnen in den Medien nicht sagen, ey, das ist wichtig, das Thema, wir müssen was tun, dann passiert halt wirklich definitiv nichts. Ja, und damit würde ich jetzt auch aufhören. Vielen herzlichen Dank, Michaela Koschak. Danke dir. Ich komme noch auf diese Seite. Thomas und Peer sind weiterhin im Call. Wir können Sie gleich nochmal dazu schalten. Bekommst du denn Rückmeldungen von Zuschauern, die sich mal melden und sagen, also das habe ich alles überhaupt nicht verstanden, was Sie da erzählt haben? Oder läuft das eigentlich so durch? Also sind wir in einer Rolle, wo wir zwar die Dinge erzählen, aber eigentlich wissen wir gar nicht, was da wirklich ankommt? Ja, die meisten beschweren sich über das Wetter von morgen. Also wirklich diese ganzen Klimathemen, das geht durch. Also ich finde es echt auch schade, deshalb glaube ich, ist es wichtig, dass wir es immer noch mehr und noch mehr und noch mehr, aber es geht durch und die Redaktionen sagen halt, wir haben keine Zeit, das machen wir in Stücken und das haben wir doch schon und es ist halt leider viel zu wenig. Ja, ja, Ihre Fragen, eure Fragen aus dem Raum. Thomas, du bist da? Können wir dich hören und sehen? Hören weiß ich nicht, doch, sehen. Ja, wir können dich, ja, hervorragend, wir können dich hören und sehen. Du bist ja nur auch lange in den Medien gewesen. Du hast auch als Wettermoderator gearbeitet. Jetzt bist du für die ZANG zuständig für die Pressearbeit. Du kennst also auch ein bisschen beide Seiten. Also einmal derjenige, der die Daten, der die Informationen versendet, aber eben auf der anderen Seite auch derjenige, der du eben auch warst, der vorher die Daten eben auch verkündet hat. Hast du mit Klimareferenzzeiträumen klassischerweise überhaupt gearbeitet oder ist das eigentlich unter dem klassischen Wetterbericht immer untergegangen? Naja, man hat es schon verwendet, aber wie die Michaela schon sagt, man spart jede Sekunde und dann sagt man halt, wie ein Durchschnitt wärmer als ein durchschnittlicher September oder im vieljährigen Mittel oder irgendwelche Floskeln oder Phrasen, weil natürlich, sobald man beginnt mit 61, 90, 81, 10, da verliert man, glaube ich, einmal die Hälfte. Und wie die Michaela auch sagt, ich glaube, man muss immer vorher schon überlegen, was will ich sagen und wie viel kann ich da mitliefern, weil sonst wird die Verwirrung grenzenlos. Was ja bei uns erfreulicherweise weniger ist, mir kommt ja vor, diese Klimaakzeptanz ist relativ hoch, wenn man so mit Kollegen in der Kommunikation bei anderen Wetterdiensten international spricht, die haben vielmehr noch das Problem, dass es wirklich einige Medien gibt, die ganz massiv dagegen arbeiten, also wo dieses Thema viel mehr noch Konfrontation ist. Also wir in Österreich haben das gar nicht so stark, bei den Journalisten ist das zumindest relativ Common Sense jetzt, es gibt einen Klimawandel. Wie meinst du das? Also es gibt einige Medien, mit denen du zu tun hast, die sagen, es gibt gar keinen Klimawandel oder wie erlebst du das? Wenn man mit den Kollegen international spricht, also ob das jetzt von USA sowieso, aber England, Schweden, die sagen, es gibt wirklich Medien, wo es bei jeder Aussendung, bei jeder Pressekonferenz massive Probleme, die es in Frage stellen, überhaupt des Klimawandels gibt, das haben wir nicht. Also bei uns kommt die Information relativ gut durch. Mhm. Ich glaube auch wichtig jetzt, wie ich noch kurz mal ab, thematisch ist auch, dass wir nicht sagen, ihr sagt jetzt, der Sommer ist schlecht, eigentlich ist der eh viel zu warm und es gibt einen Klimawandel, sondern dass man die Leute abholt, dass man sagt, ja, wie die Michaela sagt,
Das Gefühl geht jetzt die letzten 3-4 Jahre zurück, das waren extreme Sommer, aber sehen wir uns mal das ganze lange an und dann kann man den abholen, wo er steht, sagt, das war eigentlich ein saumäßiger Sommer, aber insgesamt ist er trotzdem sehr, sehr heftig. Es ist ja, eigentlich ist diese Klimareferenzzeitraum-Diskussion, die jetzt ja gerade erst losgeht, ja auch nur ein kleiner Teil der gesamten Kommunikationsfragestellung, die wir haben. Wir haben Begrifflichkeiten wie globale Erwärmung und Erderwärmung, die immer wieder sozusagen verwendet werden, wobei die Erde sich eben im Klimasystem nur als kleiner Teil erwärmt und das ganze System eigentlich größer ist. Das wird dann auch immer wieder verwendet. Selbst wir als Experten rutschen immer wieder rein und sagen Erderwärmung. Wir haben die Fragestellung sozusagen bei den Referenzzeiträumen. Also wir haben ja durchaus einige Themenfelder, wo nochmal Diskussionsbedarf ist, wie man am besten auch das Wording verwendet. Thema Klimawandel, Klimakrise. Also T-Online verwendet jetzt schon immer ewig T-Klimakrise und in der ARD wird das jetzt auch diskutiert. Ich finde es auch schwierig, weil Krise heißt was sehr Negatives und irgendwie eine Krise hat oft entweder ein Ende oder es endet in einer Katastrophe. Aber wir haben jetzt die nächsten 200 Jahre, werden wir mindestens mit dem Thema zu tun haben. Und unsere Kinder und Kindeskinder müssen die jetzt jeden Tag nur negativ das Thema Krise hören. Also ich finde es wirklich schwierig, den Umgang insgesamt damit, dass wir da halt nicht nur negativ mit, weil es ist auch eine Chance, es ist was Positives, wir müssen uns anpassen, aber wir können ja auch was draus machen und ganz so spät ist ja noch nicht. Ja, und es gibt auch noch eine große Diskrepanz, die wir auch immer wieder erleben zu den Zuschauern, die nämlich ganz häufig sagen, wir hätten gerne noch mal 2 Grad mehr und der Sommer ist doch eigentlich sehr schön. Der ist doch ganz wunderbar, der Sommer, wir haben 30 Grad. Ansonsten, ich fliege sonst immer im Urlaub nach Nizza, jetzt habe ich das hier bei mir. Viele finden das gar nicht so schlecht. Und diesen Sommer haben sie sich alle Und so, dass das Ausdruck des Klimawandels ist, das ist dann tatsächlich so, aber die wunderbaren Sommerabende sind eben auch schön und die sind emotional auch ganz stark verknüpft mit einem herrlichen Grillabend, mit Besuch von Freunden oder frisch verliebt. Also all das ist ja ein ganz, ganz starkes Kommunikationsumfeld, in dem wir uns da bewegen, das gar nicht so einfach zu lösen ist. So. Ja, und dann eben diese ganze Panikmache, die muss man ja auch immer gucken, dass man das so ein bisschen, die Leute sollen keine Angst vorm Klimawandel haben. Also Angst ist nur, aus Angst handelt keiner gut, das sollten wir definitiv nicht machen. Okay, also das ist ein ziemlich klarer Appell. Also Angstmacherei sollte nicht betrieben werden aus deiner Sicht. Und Sachlichkeit zur Information ist dann vielleicht auch eine ganz gute Grundlage. Vielen herzlichen Dank für die Teilnehmer. Vielen Dank, Peer, in die Gegend von Genf, zu deinem Homeoffice der WMO. Ich hoffe, die zahlen dir Miete, für dass du das Roll-Up dahingestellt hast. Vielen herzlichen Dank an Thomas nach Wien und ganz lieben Dank an Michaela hier in Hamburg. Danke ganz herzlich. Wir machen eine kurze Pause. Vielen Dank fürs Zuschauen.